Hallo und recht herzlich willkommen heiße ich euch zu einer neuen Omnibus Simulator 2 Folge. Ja, heute zeige ich euch mal wieder Bremen Nord und zwar in der aktuellsten Version. Ja, da kamen in der letzten Zeit ja einige Updates für die Karte und auch für die Busse. Und zwar fahren wir heute die Karte Bremen Nord im Jahre 2008, die Linie 75. Vom Grohen Wendeplatz über Taunusstraße, wo auch der Einstieg ist, und fahren dann über Bahnhof Fegesack, Bahnhof Aumund, Fresenbergstraße nach Rönneberg-Ermlandstraße. Ich glaube, da ist auch sogar der Betriebshof Rönneberg. Genau, und wir fahren mit einem Lion City Gelenkbus aus Bremen. Mit der COD-Matrix habe ich alles bereits schon ausgewählt. Ich habe mir diesmal die Lavo genommen, die weiße Linienfarbe. Und natürlich auch dünne Linienanzeigen, wie hier hinten zu sehen. Also Variante 2. Und zwar habe ich auch schon ein bisschen die Türen abgeändert. Vorne Innenschwenk, Mitte Außenschwenk und hinten Innenschwenk. Wagennummer haben wir heute 4634. Und wir fahren heute mit dem Init-Drucker. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und natürlich hier den Siemens Ibis-Gerät. Alles schon eingestellt, damit wir auch gleich schon losrollen können. Wetter haben wir heute sommerlich genommen. Wir fahren natürlich im Mai. Und ja, ihr seht auch schon wahrscheinlich auch während der Fahrt auch neue KI-Autos. Hier, ich habe mir dieses KI-Pack 4 gekauft. Also hier, wo diese Feuerwehrautos und Krankenwagen und so und diese Postautos da rumfahren von UPS und auch diese Polizeibullis, habe ich mir gekauft für 12 Euro und die kann man auch auf verschiedenen Karten einsetzen und muss man halt dementsprechend natürlich manuell in die AI-Listen eintragen. Das habe ich für Bremen Nord extra schon gemacht. Sollte natürlich auch der Kurt Sauer hier drin sein, das weiß ich jetzt aber nicht. Ja, wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich meine, den hätte ich hier eingefügt, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, in 11 Minuten geht es auch schon dann los. Wir starten mal den Motor. Wir können das Kneeling mal anmachen. Das geht übrigens ja jetzt auch automatisch wieder hoch. Das kann ich euch mal demonstrieren. Das können wir uns mal von außen anschauen. Es geht dann jetzt automatisch auch wieder hoch, wenn die Türen zu sind. Das wurde mit dem letzten Patch behoben. Sonst musste man immer manuell hochnielen. Aber das gehört jetzt der Vergangenheit an. Das finde ich auch sehr gut. Das lassen wir mal aktiviert. Ja, ich fahre jetzt mal mit eingeschaltetem Kneeling. Wow, super. Das kennt man ja gar nicht von mir. Abfahrt ist hier um 13 Uhr bzw. 12.43 Uhr. Na, eigentlich können wir das vorstellen. Eigentlich sollte jetzt die AI-Liste hier nicht anspringen. Ah, doch. Hätte ich doch mal auf Pause drücken müssen. Aber das neue Lenkrad ist halt so groß, dass... Ach so, geht ja ganz schnell. So, fahren wir mal los. Ich habe hier Hilfspfeiler an, weil ich bin hier schon lange nicht mehr gefahren. Kommt auch schon das erste KI-Auto und Feuerwehrauto. Taunusstraße. Keiner einsteigen, weiter geht's. Wir haben ein UPS-Auto schon mal. Seefahrtstraße. Jakobs University Bremen. Ja, ich habe mir die männlichen Ansagen hier gemacht. Also hier die... Gibt es ja beide. Einmal die Frauen und einmal die Männerstimme. Guten Tag. Moin. Moin.
Ja, aber ist ja nicht schlimm, dass Kurt Sauer jetzt hier nicht ist, weil der spricht ja nicht dieses Moin Moin. Schönebecker Straße. Ja, bald soll dieses Lotus-Add-on rauskommen, München. Hier mit dieser Tramlinie. Das werde ich euch dann dementsprechend auch vorstellen, wenn es soweit ist. Ich freue mich da schon drauf. KI-Verkehr soll ja irgendwann auch kommen. Oh, der Zoll. Und ja, da bin ich echt gespannt. Hey, jo, was geht? Moin. Mahlzeit. Einmal erwachsen, Mahlzeit. Preisstufe 1, bitte. Einmal erwachsen. Danke. Bitte. Einmal erwachsen, Preisstufe 1, bitte. Danke. Die Preise sind hier auch krass, ey. 2,25, musst du 1000 Mal da auf die Kasse drücken. EFAT-Drucker ist das, genau, EFAT. Kronmarkt. Kronmarkt. Diesen Zusatzspiegel ausblenden brauchen wir nicht. Kühler Manfred sind hier unterwegs. Macht bestimmt hier eine Kur oder so. Moin. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Moin. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Danke. Der Kommissar, die Polizei. Bahnhof Fegesack. Übergang zur Regio S-Bahn. Naja, 2009 meine ich, 8 fuhr die Regio S-Bahn, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich meine, Bremen Nord hat jetzt nicht so viele Linien zu bieten, aber hier geht es mehr, finde ich, mehr um Qualität und das ist eigentlich eher das Entscheidende an einem Add-on. Das ist ja wie bei Alheim-Laurenzbach. Ich meine, gut, da gibt es viele Linien, aber da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da ist es Freeware und da wurde auch wirklich nicht an der Qualität gespart. Also Bremen Nord ist dafür wirklich sehr qualitativ. Auch wenn es Payware ist, das muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich echt schönes Add-on. Und mit schönen Bussen dabei, mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und so. Und jetzt auch mit der COD-Matrix, das kann man hier alles über den EFAT-Drucker machen. Es geht auch nur über den EFAT-Drucker. Und nicht, dass man da extra eine Busdatei auswählen muss. Das finde ich auch wirklich sehr gut. Ja, hier müssen wir leider links überholen, weil der Bus da irgendwie feststeckt oder ich weiß nicht, was der hier macht. Das ist ein allgemeines OMSI-Problem wahrscheinlich. Okay.
Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Fahrkarte für den gesamten Tag. Ja, hast schon genommen, oder was? Vielen Dank. Bitte. Hat ich einen Storno machen müssen? Geht gar nicht. Drei Haltestellen. Ja, passend immerhin. Mahlzeit. Mahlzeit. Moin. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. Danke. Ein Euro, ey. Ja, immer dieses Ruckeln hier. Das ist auch irgendwie nur auf Bremen, glaube ich, oder? Kann das sein? Ah, schön mit der weißen Anzeige. Gefällt mir. Passt. Fährt zwar in Bremen jetzt nicht so rum, aber egal. Schön die Möwen hier wieder. Ja, da ist der Bahnhof. Ah, Nordwestbahn steht da. Lind, ein Lind. Erstmal ein Screenshot. Ja, jetzt hat er zwei geschossen, egal. Doppelt halt besser. Ja, viele werden sich wahrscheinlich schon fragen, ja, ich habe den SweetFX jetzt installiert, also nicht mehr FX, weil durch die Neuinstallation von OMSI, ja, kam dann auf einmal irgend so ein created OMSI-Fehler. Das war ich auch sehr begeistert und habe mir gedacht, also ich spiele jetzt hier OMSI nicht ohne Grafikmod und habe mir den SweetFX installiert und das sieht auch sehr gut aus und auch keine Performance-Probleme, gut hatte ich damals auch nicht. Gerhard-Rohls-Straße. Mein Gott, wollen die jetzt alle hier mit, oder was? Hey, guten Tag. Ey, yo, was geht, Junge? Ey? Was geht? Mahlzeit. Moin, Tiet. Moin. Moin. Einmal Erwachsenen-Taschen für eins, bitte. Moin. Bitte. Hallo, guten Tag. Haben wir den kurzen für 1,10 Euro. Danke. Bitte. Ich hätte da gerne so eine Fahrkarte, so eine Kurzgeschichte damit. Vielen Dank. Und Kurzgeschichte? Naja, Geschichten gibt's bei mir nicht. Wir sind ja nicht im Paulanergarten. Ja, der parkt hier auch wirklich sehr vorbildlich. Sollen wir nach links?
74er. Miete mich. Oh, zwei Mannis steigen ein. Ja, nicht, dass der Bus gleich nicht mehr hochnielt, ne? Moin. Mahlzeit. Moin. Aumunder Heide. Oh, schöner alter Mercedes-Kombi hier. Ehrlich. Oh, Pizzaservice. Sehr gut, X10-Werbung. Also wie gesagt, mit dem, COD-Matrix Line City, da gibt es auch einen extra Hersteller, da steht dann COD-Matrix und dann wählt ihr einfach den Bus aus. Und dann könnt ihr hier die ganzen Matrix-Arten wählen von Gorba, Flipdot, LED Lavo und Mobitech. Geht alles. Übergang zur Regio S-Bahn. Schnellstraße. Sehr gut, Ampel wird grün. Rewe. Mahlzeit. Hallo. Mahlzeit. Ey, jo, was geht? Ey, jo, was geht, Junge? Ey. Oh, neue Schilder auch hingestellt. Streckenende. Klick, klack, klick, klack. Fairer Kempe. Das ist aber hier eng, ne? Richtig enge hier. Gerade so durch, ne?
Döner Alibaba hier, ey. Ah, 23 Grad im Bus, ja gut. Klimaanlage ist halt an. Blumenhorster Straße, DU7. Was ich schade finde, dass die MAN-Eigenanzeige, die wir ja jetzt hier drin haben, nicht auf anderen Karten funktioniert. Das könnte man, finde ich, auch nochmal nachpatchen. Finde ich ein bisschen schade. Die gefällt mir ein bisschen besser als der TFT im Bildschirm. Moin, moin. Moin, moin. Moin. Hallo. Löhstraße. Action. Ach, Schnauze da hinten, ihr Landratten. Mahlzeit. Hallo. Moin, moin. Dum, 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 dum. Klinikum Bremen Nord. Oh, da kommt noch ein Plan. Moin. Einmal erfassen, Stufe 1, bitte. Dankeschön. KI. Deswegen habe ich sie auch aus. Bahnhof Blumenthal. Übergang zur Regio S-Bahn. Normalerweise macht man das ja so, wenn der Bus raus blinkt, lässt man ihn eigentlich durch. Eigentlich. Aber gut. Ja, Omsi ist halt eine Kette. Hier geht's zur Autobahn. Aber da wollen wir nicht hin.
Mann. Guten Tag, moje. Moin, moje. Moje. Wir steigen immer viele ein. Moin. Name erwachsen, bitte. Danke. Bitte. Wir sind so früh gekommen. Frische Service. Man kann ja fast den Netzplan hier erkennen, so scharf ist das fast. Nachtlinienzuschlag. Oh, ist gut besetzt, der Bus. Komm, Notenplan. So, Tür nicht mehr aufmachen. Und gib ihn. Friesenbergstraße. Moin. Moje. Mahlzeit. Wasserturm. Wasserturm. Strecke. Netto, Marken-Discount. Hier steht manchmal auch ein Falschparker, heute mal nicht.
Qualität. Moje. 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 Moin. Moin. Was soll dieser Hilfspfeil hier? Ab in den Garten oder was? Straßen sind ja auch richtig schlecht. Wie in echt. Moin. Moin. Eine Tageskarte, bitte. Mhm. Danke. Bitte. Weiter geht's. Besanstraße. Das ist hier eine scheiß Ecke hier. Moin. Moje. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine kurze. Danke. Eggestädter Straße. Ja, da hinten ist unsere Rennstation. Wir fahren jetzt hier einmal rum. Moin. Moin. Manfred will nicht mit. An der Lehmkuhle.
Bremerhaven, Autobahn. Moje. Vorberger Straße. Tag. Moin. Moje. Kühlhorster Straße. Moin. Mahlzeit. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht, Junge? Man muss sich ja der Gesellschaft anpassen, ne? Beim Umgangston. Ist klar. Neuenkirchener Weg. Oh, jetzt wird die Straße noch schlechter hier. Moin. Hallo. Moin. Am Fillerkamm. Ui, aber schlecht, ey. Geckos, nach Fegesack nur. Kranzerstraße. Also das Thrustmaster-T
T300 ist das, glaube ich, oder T3000, ich weiß es echt nicht. Mehr kann ich wirklich jedem empfehlen. Die Pedale kann ich auch jedem empfehlen, mit Schuhen zu fahren. Geht auch besser. Macht auch Spaß. Auch 1080 Grad Lenkung halt, das merkt man schon beim Busfahren hier. Aber die Feuerwehr muss natürlich jetzt hier nach links abbiegen, ne? Ist ja klar. Heute noch. Jetzt fahr doch da endlich, meine Fresse. Oh, FedEx. Echt. Moin. Moje. Hallo, guten Tag. Oh, Manfred kommt aus seiner Garage. Bahnhof Turnerstraße. Übergang zur Regio S-Bahn. ADAC ist auch da. Ach, hier muss ich schon rein. DHL. Ja, die parken hier auch echt wie die Blöden, ey. Das ist wie in der Realität, ne? Das ist schon echt hier gut gemacht. Am Rönnebecker Hain. Also wie gesagt, den Link natürlich zum Bremen-Add-on und natürlich zum KI-Pack-Add-on und natürlich auch den OMSI-Forum-Thread zur COD-Matrix werde ich euch natürlich alles in die Videobeschreibung packen. Das sind übrigens eigene Busdateien, die bei der Matrix mitgeliefert werden. Das heißt, es wird auch der Standardbus nicht überschrieben. Und ihr könnt alles über den EFA-Drucker dann auch auswählen. Lärchenstraße. Guten Tag, moje.
Der nächste. Nach Kron. Der Gigbus. Am Knick. Am Knick. Hammer Vitus. Straße. Fahrtende, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Das Team der BSAG wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Jetzt erstmal die Pornomusik hier, ey. Oh yeah. Herrlich, ey. Ja, wir erreichen nun unsere Endstation. Na, steigen denn alle aus? Ja. Bis bam, bam, bam. So, wir fahren jetzt auf dem Hof hier. Ach, hier ist er. Oder was? Nett. Fahren wir einmal rum hier, oder was? Ja, wir fahren einfach mal rum. Einmal quer über den Hof. Ermlandstraße. Fahrtende, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Das Team der BSAG wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Wir nehmen den Bus. So, Endstation Ermlandstraße, Betriebshof Rennebeck. Hier endet auch das Let's Play. Heute einmal quer durch Bremen Nord mit dem Lion City A40 mit der COD Matrix. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich denke mal auch. Und ja, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar darunter und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich sage dann einfach mal, bis bald, Leute. Hautet rein, machtet gut. Tschüss.